Es ist auch ein älteres Spielchen. Das ist auf dem Game Boy Color damals rausgekommen. Lot rum. Ich habe das auch irgendwo, ich glaube, es war ein Galeria Kaufhof. 14 Euro mal damals oder so aus der Krabbelkiste gefischt. Den Teil davor aus der Lufia-Reihe kenne ich nicht, aber ja. Den kennt mein Schatz, der kennt sich damit NES-Games eher aus als ich. Ich hatte nie einen, weder einen NES noch einen Super NES. Aber dafür hatte ich viele Gameboy-Spiele. Ich habe sie immer noch, sie funktionieren so Großteil auch noch. Und ja, Lufia gehört da eben dazu. Das Studio Natsumi ist, jetzt muss ich gerade noch mal genau überlegen, von wem sind die aufgekauft worden? Square? Square, glaube ich. Oh Gott, ich habe es letztens extra noch mal nachgeschaut. Ich habe es letztens extra noch mal nachgeschaut, auch wegen Streamen und Aufnehmen und so, ne? Deswegen. Natsume gibt es nicht mehr. Natsume Inc. Ubisoft hatte da noch die Finger mit drin. Genau, Ubisoft kennt er ja. Die haben allgemeines Permit für ihre Spiele, also da ist es jetzt nicht so das Problem. Oder gibt es das Natsume noch? Ah, laut englischem Wikipedia gibt es die Company sogar noch. Interesting. Hatten zufällig damals sogar auch was mit Atari zu tun. Oh Gott, kennt jemand von euch noch Atari-Konsolen? Naja, gut. Atari-Konsole, oh Gott, das war sogar noch vor meiner Zeit. So, Controller, komm mal her. Sei mal nicht so schüchtern. Bichi guckt dir weder bei mehreren Leuten zu. Muss hin und her. Und springt da hin und her mit ihrer Konzentration. Eieieiei. Spiele auf Deutsch. Ich habe es damals auch auf Deutsch gespielt, also werde ich das jetzt auch tun. Die Götter existieren. Ja, kann sein. Aber nicht so, wie es sich die Menschen wünschten. Gott, ist das langsam. War das schon immer so langsam? Ich glaube schon. Von der Todesinsel aus lenkten die Höllenfürsten die Geschicke der Menschheit. Ein Held wurde geboren. Maxim erhob sich gegen die Götter und schwang das Lufia-Schwert. Das passiert im ersten Teil, den ich nie gespielt habe. Ein Schwert mit der Seelenkraft. Die Höllenfürsten verschwanden. Maxim verbannte sie von der Erde. Die Menschheit erholte sich und blühte wieder auf. Oh Gott, dies war der erste Krieg gegen die Todesinsel. In dem NES-Spiel, dem alten Lufia. Wir spielen jetzt 100 Jahre später. Der erste Krieg war vergessen und den Menschen ging es wieder gut. Doch ein Nachkomme Maxims hielt Wacht gegen die Höllenfürsten.
Da war dieses Mädchen, die geheimnisvolle Lufia. Oh, warum heißt sie wieder das Schwert? Sie hatte alles verloren und doch öffnete sie ihr Herz für den Nachkommen des Helden, den wir dann gleich spielen. Glaube ich. Im Angesicht von Lufia wurden die Höllenfürsten zu neuem Leben erweckt. Wieder warf der Albtraum der Todesinsel seinen Schatten auf die Menschheit. Ah, diese schönen alten Pixelbilder. Der Junge zog sein Schwert. Das Lufia-Schwert, natürlich hat er das geerbt, war auf Lufia gerichtet. Nur mit dem Opfer seines geliebten Mädchens konnte die Menschheit gerettet werden. Moment. Die Höllenfürsten verschwanden. Die Menschen waren wieder sicher. Ich habe was verkehrt im Kopf. Dies war der zweite Krieg. Oh. Gegen die Todesinsel. Hä, wo kommen wir denn ins Spiel? Sind wir dann im dritten Krieg? Mit Englisch kann man Gladius jagen, da ist er raus. Muss ja nicht dabei sein. Keine Sorge, am Freitag ist dann auch wieder ein bisschen Deutsch. Ich werde da wieder wunderbar schön ad hoc übersetzen und Pichi mich dann korrigieren am Freitag, wenn wir Ding spielen, Stardew Valley. Ich bin der 200-jährige Rentner, der den Text verfasst hat. Meinst du? So habe ich mich gerade gefühlt. Lasse ich den Namen? Ja, ich habe damals auch keine Idee gehabt. Na, wobei, ich glaube, ich habe ihn Amy genannt. Wenn ich so wenig Zeichen habe, habe ich oft Amy genommen. Zu spät, jetzt heißt er Wayne. Hello. Ich weiß, was am Ende des Spiels mit dir passiert und ich finde es mega scheiße, aber ich werde es nicht genau verraten, was es ist, weil dann spoil ich die anderen, die zuschauen nur. Nee. Wayne the Rock Johnson. Ja. Laut meiner Gabe der Wahrsagerei muss er wohl hier sein. Ja, schau dich ein bisschen um. Aber was für ein schäbiges Dorf. Oh mein Gott. Die Leute sich nicht leisten können. Na gut. Hey du, kann ich mal kurz mit dir sprechen? Meinst du mich? Ja, du siehst wie ein Schwertkämpfer aus. Aber bist du auch gut? Spricht man so mit Fremden? Naja, es gibt hier keinen besseren als mich. Du bist der Einzige im Ort, befürchte ich. Also dann, stirb. What? Blitz! Batsch! Was soll das? Das ist gefährlich. Nicht schlecht. Suchst du etwas Streit? Nein, absolut nicht. Ich wollte nur sehen, ob du gut bist. Machst du das immer so? Das könnte mal schief gehen. Da magst du recht haben. Egal und tschüss und weg. Nee, doch nicht. Ich habe vergessen, was ich tun wollte. Ich wollte nur raus, um mein Schwert zu schwingen. Ah, jetzt darf ich. Sehr schön. Ja, dann ist das nach dem zweiten Krieg. Gott. Das heißt, es gab zwei Lufia vor dem hier. Da habe ich ja vorhin Blödsinn erzählt. Wollte ich meinen Schatzi nochmal fragen?
Oh Gott, da werden Sprüche geklopft im Chat. Da werden Sprüche geklopft im Chat. Der Himmel über dem Turm des Todes sieht echt schaurig aus. Seitdem der Blitz in den Turm eingeschlagen hat, habe ich solche Angst. Ja, da werde ich mich drum kümmern. Hi. Oh, keine Türgeräusche. Dolch gefunden. Ich weiß aber nicht, ob du damit was anfangen kannst. Abendessen fertig, hinsetzen. Meinst? Kommst genau richtig? Willst du mit uns essen? Ja, dann stell mal auf den Tisch. Der Tisch ist noch nicht gedeckt. Dann eben nicht. Versteckte Sachen. Ich bin mir sicher, dass es in diesem Spiel auch immer versteckte Sachen gab. Sollen wir bei Pokémon in jeden Mülleimer gucken? Nimm ich das nächste Mal mit auf die Monsterjagd. Dafür bist du noch zu jung. Haha. Wusstest du schon, dass du in den Städten manchmal Gegenstände finden kannst, in denen du den A-Knopf drückst? Zum Beispiel an diesem Brunnen. Stell dich vorhin und drücke einfach den A-Knopf. Ach. Es wird einem sogar noch erklärt, das, was ich gerade gemeint habe. Belebung ist gut. Katze. Die Kirche gehe ich nicht. Noch nicht. Ich habe in letzter Zeit so viel Angst. Ich hoffe, dass nichts Böses passiert. Liegt es daran, dass der Blitz in den Turm des Todes eingeschlagen hat? Wahrscheinlich. Da ist bestimmt irgendwo noch was versteckt. Aha. Oh, Lebenssamen ist gut. Das erhöhte, glaube ich, dauerhafte Leben. Ich meine, es war eines von der Art Items. Also Bücherregal vielleicht, im Bett. Nee, unterm Bett. Wenn du ein Mann bist, dann geh auf eine Reise und werde stärker. Was ist mit den Frauen? Soll die nur daheim rumgammeln oder was? Wie sexistisch ist das denn? Das Spiel sieht schon geil aus, gell? Das ist schon recht alt. Ist aber ein Game Boy Color Only Spiel. Also das kann man nur auf dem Game Boy Color oder auf einem... Nee, Quatsch. Auf den... Na, ich komme nicht drauf. Der ersten DS-Generation ging das, glaube ich, ging die Only Color auch nicht. Nee. Du kannst die nur auf einem Color oder einem Advance spielen. Oder halt die ROM. Ich hoffe, das Brunnenwasser war nicht vergiftet. Aber stimmt, lila ist in vielen Fantasy-Spielen eine Farbe für Gift, gell? Bläh. Nee, bloß nicht. Was bringt dich heute hierher? Magie lernen, über Magie lernen. Kannst sie lernen, indem du deine Lernpunkte einsetzt. Du erhältst Lernpunkte, indem du gegen Monster kämpfst. Du kannst sie in allen Kirchen auf der ganzen Welt. Kannst du dann Magie lernen. Magie wird dir auf deiner Reise sehr hilfreich sein. Ja? Welche hast du denn zu bieten? Nur Stark und Gift. Gift kann er nicht lernen, da wird er ausgegraut, aber stark. Na, der Kram da unten steht aber auf Englisch. Das ist in der ROM aber nicht richtig übersetzt. Das ist ja bescheuert. Das ist dann aber wohl ein Fehler in der ROM. Ich bin mir sicher, dass es auf meinem Modul auch Deutsch war. Aber den ein oder anderen Fehler gab es trotzdem. Ich bin mal gespannt, ob die auch hier drin sind. Gehe allerdings davon aus. So. Haben wir uns umgeschaut, ein bisschen Magie gelernt und die steht immer noch darum.
Gibt es denn niemand, der mit mir kämpfen kann? Keine Ahnung. Ein Inn. Nee, Quatsch. Waffenladen. Was darf es heute sein? Über Status, Waffen und alles. Andere bringen wenig, wenn du den Statusbildschirm nicht lesen kannst. Das stimmt. Drücke Start, um den Statusbildschirm zu öffnen. Da kannst du Waffen ausrüsten, Gegenstände verwenden. Ist doch ganz einfach. Ja. Wenn du nach Kämpfen gegen die Monster müde bist, solltest du dich in einem Gasthof etwas ausruhen. Wenn du in den Kirchen mit den Pastoren redest, kannst du das Spiel speichern, das weiß ich schon. Es sind oft Kirchengebäude irgendwie. Das Spiel kann man aber auch mal pausieren. Mit Select ruft man die Karte auf, dann drückt man Start, um im Notizbuch abzuspeichern. Dadurch wird aber das Spiel nicht dauerhaft gespeichert, sondern nur pausiert. Immer mit den Pastoren reden, um das Spiel richtig abzuspeichern. Mehr kann ich dir wohl nicht beibringen. Ein bisschen Geld haben wir sogar, aber ich will das nicht ausgeben. Schauen wir mal. Was war Info, alter Text? Das sind alle alten Texte, die du im Turm des Todes finden kannst. Ah, okay, das sind die Fähigkeiten-Texte, die einem extra Fähigkeiten beibringen können, die teilweise recht gut sind. Erste Hilfe, Blitzschlag, Schatten, Pausenhand, Hau ab, Feuerschlag. Ja, ich erinnere mich da an so ein paar Sachen. Die hatten teilweise recht merkwürdige Namen, aber waren oft recht stark. Kosteten aber, glaube ich, kosteten die dann auch MP wie Zauber? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, Quatsch. Da gab es, glaube ich, noch eine dritte Leiste. Wie so eine extra Aktionsleiste, die musste man dafür auffüllen. Die ist, glaube ich, noch nicht zur Verfügung. Die steht uns, glaube ich, noch nicht zur Verfügung. Da drin war ich schon, ne? Ich bin da zuerst reingegangen. Nee, war ich noch nicht. Ach. Da ist noch eine Kiste. Heilsirup. Nehme ich immer gern. Kann man hier einfach fremde Bücher lesen. Ich kann einfach fremde Bücher lesen. Ja, geil. Irgendwann komme ich aus diesem Dorf raus und dann reise ich um die ganze Welt. Ah ja. Oh, beim Elements Discord kam keine Stream-Info. Dann ist der Bot eventuell abgestürzt. Das kann sein. Ich kann leider in dem Channel da nichts machen, da ich da keine Rechte habe. Aber ja, solche Bots, ja. Mit sowas wollte ich mich für einen Supporter-Discord irgendwann auch noch beschäftigen. Wenn die so unzuverlässig funktionieren. Ich guck mal, dass ich an Sanchi da nachher Bescheid gebe, eventuell. Ha, noch mehr Heilsirup gefunden. Hehehe. Bin ich, glaube ich, durch. Dann marschiere ich einfach mal ganz dreist da raus. Wo ist denn der Turm? Da ist ein Tunnel. Ei! Hallo, Blob. Und tschüss, Blob. Das war nur ein Blob. Der bringt mir nicht viel. Pathos-Höhle. Lässt mich noch nicht durch, wahrscheinlich. Etwas stimmt mit dem Turm des Todes neuerdings nicht. Ich hoffe nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Ich würde dir ja gerne noch mehr beibringen, aber ich bin noch nicht bereit. Komm später wieder, ich warte auf dich. Alla gut. Dann laufe ich wieder zurück. So. Dann habe ich vielleicht irgendwas getriggert.
Ja, habe ich. Ja, was geht jetzt ab? Zerstöre alles. Da ist der Turm, zu dem ich eigentlich gerade wollte. Hallo. Irgendetwas ruft mich. Es ist Zeit für die Wiederauferstehung der Höllenfürsten. Zerstören alles auf der Erde. Zerstören. Und zack, da kommt er. Kommt das vom Turm? Yep. Panik! Ein Blitz hat Lamikas Haus getroffen. Es brennt. Komm sofort. Ausputt. Lamika ist noch da drin. Nein! Die kleine Lamika. Es ist zu gefährlich in dem Haus. Meine Tochter ist aber noch da drin. Ich werde gehen. Du, kümmere dich um uns, sobald ich sie zurückbringe. Well? Sie versteht nicht, was er meint. Chuck. Da kommen sie. Es geht ihr gut. Sie hat nur zu viel Rauch eingeatmet. Vielen Dank, Wayne. Ist schon in Ordnung, Plums. Natürlich. Er wusste, dass sie heilen kann. Bist du verrückt? Was wird wohl aus dir, wenn ich dich nicht heilen kann? Naja, du konntest es, also gibt es keine Probleme. Lamika geht es gut, also warum bist du sauer? Stark reicht nicht aus, um ihn voll zu heilen. Wo ist sein Haus? Es ist da drüben. Einfach nach links. Könnte mir mal wer beim Tragen helfen? Ich bin nur ein Mädel. An die Musik können wir uns gleich gewöhnen, die werden wir noch öfter hören. Gladius geht eine Runde Digi Digi in die Brock. Dann geh mal Löcher graben, mein Freund. Passt doch zu dem Spiel wie die Faust aufs Auge, oder? Es sind Zwerge und sie graben sich immer tiefer nach Schätzen. Digi Digi Hole. Da, ja, jetzt hat er sich ausgeruht. Zwerge gibt es hier in Lufia aber nicht. Oder war der ein Zwerg? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Jetzt bin ich mir nicht 100% sicher. Das ist schon so lange her. Sie hat ihm ein Süppchen gemacht. Du wirst dich besser fühlen, nachdem du sie gegessen hast. Schmeckt sie überhaupt? Schlürf. Deftig. Woraus ist sie? Käferlarven, die in Hühnerbrühe gekocht wurden. Das ist essbar? Ja. Hast es doch gerade getan. Das Zeug wirkt also runter damit. Kannst du nicht am Geschmack noch etwas drehen? Jetzt ist sie umgefallen, weil sie sich um ihn gekümmert hat. Jetzt ist sie voll ausgelaugt. Bei irgendeiner Gelegenheit spiele ich dann auch noch Deep Rock mit dir, Gladius. Nicht diese Woche, aber eine andere vielleicht mal. Jetzt muss er sich erstmal hier um die Abenteurerin gekümmert werden. Die hat Wayne die ganze Nacht mit Heilzaubern behandelt. Und das hat sie total ausgelaugt. Auf, pack sie ins Bett. Jawohl, damit sie sich da mal ausruht. Sie hat sich um dich gekümmert, jetzt guckst du, dass ihr es wieder besser geht. Wir wurden einander noch nicht mal vorgestellt. Ich bin Wayne. Ich beschütze die Leute im Dorf vor den Monstern. Ich bin Sina, eine reisende Wahrsagerin. Du bist recht zäh für eine Wahrsagerin. Das tut ihr leid, aber das ist doch eigentlich eine gute Eigenschaft, naja. Was führt dich eigentlich in diese Region?
Nennen wir es mal den Willen des Schicksals. Was meinst du damit, Sina? Klär uns auf. Irgendwas ist vor kurzem in mir erwacht und seitdem sind meine Vorahnungen immer wieder wahr geworden. Eine dieser Vorahnungen wies auf ein großes Abenteuer hier im Südland hin. Großes Abenteuer klingt doch toll. In der Tat, wir werden die Welt retten, indem wir einen mächtigen Feind besiegen. Das wäre schön, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas heute noch möglich ist. Möglich ist. Bläh. Deutsch. Aber es ist möglich. Kennst du die Todesinsel? Nee, noch nie gehört. Es ist die mythische Insel, auf der die Höllenfürsten lebten. Aber es gibt sie wirklich. Insel der Höllenfürsten. Es wäre sicher toll, wenn wir sie finden könnten. Ja, daher suche ich nach Leuten, die mich bei diesem Abenteuer begleiten. Ja, schließ dich an, Wayne. Würdest du Sina begleiten? Warum fragst du mich? Du kennst mich doch gar nicht. Was hast du für einen Grund? Nun, du bist in dieses Haus gerannt, um das Mädchen zu retten. Hast du denn nicht daran gedacht, was alles hätte passieren können? Nö, hab ich nicht. Gib doch offen und ehrlich zu hier. Und wenn ich Zeit zum Nachdenken gehabt hätte, wäre ich schon drin gewesen. Offen gesagt, du bist ein Dummkopf. Suchst du schon wieder Streit? Das war ein Kompliment. Sowas schafft nicht jeder. Ich bin beeindruckt. Daher dachte ich, ich könnte dir auf meiner Reise vertrauen. Ist das ein Grund? Jo, das reicht. Ich bin dabei. Ich hab dich eingeladen, aber traust du mir auch? Du hast mich die ganze Nacht mit Heilzaubern gepflegt. Das reicht mir aus. Gut. Du hast es gemerkt? Ich hab's mir zusammengereimt. Also sind wir uns einig, aber es wird eine gefährliche Reise. Oh ja, ich bin mal gespannt, wie oft ich mein Team tothaue. Je größer die Gefahr, desto größer der Lohn, heißt es doch. Dann sind wir von nun an Kumpel. Also dann, auf geht's. Wohin? In den Turm nördlich des Dorfes. Aber das ist der Turm des Todes. Oh, so wird er genannt nun. Bin mir sicher, dass wir dort einen Hinweis finden. Woher weißt du das? Ist das nicht sicher? Wie unhöflich. Im Nordland bin ich eine recht berühmte Wahrsagerin und hast keine Ahnung, was mit dem Turm ist, naja. Seit ich das Zeichen gesehen habe, sind meine Vorahnungen alle eingetroffen. Gut, ich wollte sowieso zu diesem Turm. Der Blitz, der Lamikas Haus zerstört hat, könnte von dort gekommen sein. Ja, das kam mir mit ziemlicher Sicherheit. Freut mich, dich getroffen zu haben, Sina. Mich auch. Ich denke, wir werden gut miteinander auskommen. Ja, bis kurz vor Schluss. Wollen wir mich beherrschen, nicht zu spoilern?